Wenn man Hyazinthen mit Öl oder Acryl malen möchte, erliegt man leichter Versuchung, dass man sie zu detailliert darstellen möchte und dass man dann frustriert aufgibt, weil es einfach nicht gelingt. Die impressionistische Malerei, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte, bietet euch da einen eleganten Ausweg. Damit herzlich willkommen auf dem Wunderhof und bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren hier, die euch durch alle meine Anfängerbücher und auch durch die Tutorials hier auf YouTube begleiten. Ja, und jetzt ohne weitere Vorrede gehen wir es an. Als Malgrund verwende ich Graupappe, das kann man mit Öl genauso verwenden wie mit Acryl. Und diese Graupappe habe ich mit so einem rötlich-bräunlichen Farbton mit Acrylfarbe bemalt, habe es ein bisschen angeschliffen, dass die Farbe besser haftet. Und ich habe auch die Vorzeichnung schon angefertigt. Und zwar habe ich zwei verschiedene Hyazinthen genommen, einfach um ja, ein bisschen einen farbigen Kontrast zu kriegen. Und ich habe die Komposition ein bisschen verändert. Das ist immer schwierig, das so zu fotografieren, wie ich das hinterher möchte, weil ich wollte, dass die Hyazinthen so ein bisschen rechtslastig stehen, ne, damit ich von der Komposition her, damit es nicht zu gleichmäßig ausschaut. Und ich habe bei den Hyazinthen noch ein bisschen was dazu erfunden. Ich habe oben eben noch so kleine Blüten gemacht, weil die meinen halt nicht so perfekt ausschauen. Aber das ist natürlich die künstlerische Freiheit, das ist das Schöne an der Malerei, dass man das kann. Dann von den Pinseln her verwende ich ganz einfach verschiedene Borstenpinsel. Ganz wichtig ist mir immer dann der Schrägpinsel noch, das werdet ihr jetzt dann gleich sehen, wenn der zum Einsatz kommt, was der bewirkt. Und für die Ölfarben verwende ich jetzt eine Mischung aus halb Leinöl und halb Terpentinöl. Wenn ihr das Ganze mit Acryl macht, dann nehmt ihr natürlich einfach ein bisschen Wasser zum Verdünnen. Ich würde euch aber empfehlen, da auch genau wie ich, sehr dicke Farben, also mit ganz wenig Wasser verdünnte Farben zu benutzen. Von den Farbtönen her habe ich Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumrot, Magenta, Krapplack, gebrannte Umbra, Stalloblau und Cyanblau und das Grün heißt Maigrün bei meiner Firma. Da müsst ihr einfach schauen, wenn ihr fertiges Grün verwendet, was euch da am besten gefällt. Vom Farbenmischen her sind die Hyazinthen recht anspruchslos. Ich verwende jetzt dafür einfach meine drei verschiedenen Rottöne. Überwiegend das Magenta und das Krapplack, weil das einfach kühlere Farbtöne sind und mit Weiß zusammen eher diesen pinkfarbenen Ton treffen. Ich nehme aber bei der vorderen Blüte auch ein bisschen was von dem Cadmiumrot dazu, weil das halt ja ein bisschen wärmer von der Farbe sein soll. Das ist auch, das haben wir in der Landschaftsmalerei ja genauso, dass man im Vordergrund die Farben wärmer macht, im Hintergrund kälter. Und ich habe jetzt das bei den Hyazinthen auch gleich so gesteckt von den Blüten her, dass eben auch da die wärmere Blüte im Vordergrund ist und die kühlere Blüte im Hintergrund, weil das dann hinterher auch den Eindruck von Tiefe nochmal verstärkt. Und dann fülle ich jetzt die einzelnen Blüten mit kurzen Strichen einfach einmal so ganz grob aus. Ich gebe mir da jetzt gar nicht große Mühe, dass ich die jetzt so gestalte oder dass ich da schon Licht und Schatten setze. Ich versuche halt ein bisschen mit der Pinselführung den Blütenblättern zu folgen, aber das ist eigentlich alles, was ich an Gestaltung vornehmen möchte. Das ist das Schöne bei diesen vielblütigen Blumen, dass man da die Details gar nicht so scharf darstellen muss, sondern dass man im Endeffekt das meiste durch halt dunkel lösen kann. Und das werdet ihr jetzt dann sehen, wenn wir dann zwischen die einzelnen Blüten dunkel reinmalen, dann erscheint es dreidimensional und erscheinen die Blüten auch als einzelne Blüten, eben ohne dass man da ganz viel gestaltet.
Und deswegen ist es halt auch ein Motiv, das man als Anfänger durchaus bewältigen kann. Als nächstes mache ich jetzt dann die Blätter, da nehme ich das Maigrün immer als Ausgangsfarbe und mische das mit meinen Blautönen ab, aber auch immer ein bisschen mit dem Rot, das ich für die Blüten verwende, einfach damit wir eine Farbharmonie haben. Und lasst euch auch nicht täuschen, auf dem Foto schauen die Blätter dunkler aus, als sie in Wirklichkeit sind. Also die sind sehr viel heller und deswegen male ich die auch so. Und falls ihr Bedenken habt wegen der Glasvase, das Einfachste ist immer, ihr tut so, als wäre die überhaupt nicht da, ne? Als würden diese Blumen oder diese Blüten irgendwo drin stecken und ihr malt erstmal die ganzen Stängel und die ganzen Blätter aus und erst hinterher konzentriert ihr euch auf das Glas. Das mache ich auch so, seht ihr jetzt, und das funktioniert ganz wunderbar. Wo ich halt darauf achte, ist, dass ich eben in der Schattenseite mehr kühle Farben habe, dass ich in der Lichtseite mehr die warmen Farben habe. Also warm heißt eben immer mit mehr Gelb und kühler heißt immer mit mehr Blau. Und damit ist eigentlich schon das ganze Problem gelöst. Den Hintergrund mische ich mir einfach aus den ganzen Farbtönen, die ich im Bild verwende. Und zwar entsteht ja Grau immer, wenn ich Weiß nehme und Blau und Braun oder Blau und Gelb oder irgendwas dazu. Und dieses Grau kann ich dann immer noch abtönen in verschiedene Richtungen, also eher gelblich, eher bräunlich, grünlich, wie auch immer. Und ja, so mache ich jetzt mal ganz grob eben auch den Hintergrund, sodass am Ende dieses ersten Arbeitsgangs das ganze Bild mit Farbe bedeckt ist. Beim Glas muss ich jetzt genau beobachten, wie sich der Hintergrund oder der Untergrund in dem Glas wiederfindet. Weil durch das Wasser haben wir oft Verzerrungen drinnen und da kann es natürlich passieren, dass der Horizont eben weiter oben oder weiter unten ist, je nachdem, wo man halt das, von welchem Standpunkt aus man das Ganze sieht. Und das ist eigentlich so die einzige Schwierigkeit beim Glas, dass man da halt genau beobachtet. Und ansonsten, wie gesagt, einfach das malen, was man vor sich sieht. Auch versuchen, die Farben so zu treffen natürlich. Aber es ist schwerer, als es ausschaut, wirklich. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, dass ich den Hintergrund und den Untergrund mit diesem Schrägpinsel, mit dem weichen Pinsel beruhige. Und zwar habe ich ja bisher ganz viele, ganz grobe Pinselstriche und dadurch ist natürlich das Motiv mir zu sehr mit dem Hintergrund, ja, ist zu sehr eins. Und ich möchte aber, dass das Motiv raussticht aus dem Bild und das kann ich erreichen, indem ich den Hintergrund ganz weich und ganz flach gestalte, schon durch die unterschiedlichen Farben, der darf schon unruhig sein, aber von der Oberfläche her wird er durch den Schrägpinsel jetzt sehr viel weicher und die Blüten, die lasse ich so ganz grob und ganz dick stehen und dann ragen die letztendlich am Ende so reliefartig über die Bildoberfläche raus. Und das ergibt einen ganz tollen Eindruck von Plastizität.
Das werdet ihr beim Acryl nicht genauso erreichen. Es wird schon ähnlich, aber da ist einfach das Öl, dadurch, dass die Farbe halt sehr viel zäher ist, ist dem Acryl einfach überlegen. Im letzten Arbeitsgang kümmere ich mich jetzt um die ganzen Details, wobei Details bei meiner impressionistischen Malweise ja relativ ist. Es wird nie sehr fein ausformuliert, also so wie beim fotorealistischen Gemälde, sondern ich versuche halt noch mehr Licht und Schatten anzudeuten. Bei den Blüten, indem ich da mit sehr dunklen Rottönen reingehe, so in die Mitte, dass eben die Höllenblüten weiter nach vorne kommen. Und mit einem ganz feinen Schlepperpinsel versuche ich jetzt nur ein bisschen die Blüten zu modellieren, denen an ein paar Stellen einfach diesen Eindruck der Glocken zu verstärken, indem ich ein paar Konturen ziehe oder indem ich nochmal dunkle Punkte setze. Aber das muss man echt, bei der impressionistischen Malerei muss das echt nicht sehr ausführlich sein. Und mit dem Schrägpinsel gestalte ich jetzt erst eigentlich das Glas, indem ich die Lichter draufsetze und die Konturen, die ich sehe, einfach mit einer sehr hellen Farbe, die ich so halt aus Weiß und den ganzen hellen Farben, die ich im Bild verwendet habe, mir zusammenstelle, indem ich die Konturen nachziehe und die Lichter setze. Und mit dem Schrägpinsel kann man das eben fein verwischen, sodass das aussieht, als wäre praktisch das im Glas drin so verschwommen. Und das ist eigentlich so das ganze Geheimnis vom Glas. Und mit dem Schrägpinsel gestalte ich auch die Kanten von den Blättern nochmal ein bisschen nach, dass die ziemlich scharf sind. Und dann ist mir an der Stelle auch noch aufgefallen, dass das Glas mittlerweile schief geworden ist. Auch die Wand rechts ist schief geworden. Und das muss ich jetzt natürlich noch korrigieren, damit es eben hinterher korrekt ausschaut. Und so sieht das Bild jetzt dann aus, wenn es fertig ist. Ja, und das war's schon wieder für heute. War ein sehr schnelles Motiv. Ich hoffe, es macht euch Spaß, das nachzumalen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit reinschaut. Ja, und dann bis bald.